hallo, hallo, hallo und willkommen zurück hier auf der Raffins Channel und in meiner kleinen Welt. Hier ist wieder die Lynni und hey, ich habe ab heute die Ehre, unser allererstes Video von Minecraft mit 1080p aufzuzeichnen. Ja, 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 wir verbessern ja stetig unsere Qualität. Und dank der ganz, ganz tollen Aktion von Derafin mit seiner neuen Software funktioniert das jetzt Gott sei Dank auch. Dann, ja, fangen wir doch einfach mal an. Oh, der Typ hat schon wieder sein Schwert zerbrochen. Bringen wir ihm einfach mal ein neues vorbei. Jung, wo bist? Hallo? Ach, er ist draußen vor der Tür. Ey, guten Tag. Guck mal hier, hast dein Schwert wieder. Thank you. Gut. Auch eine kleine Neuerung. Ja, ja, ja. Lynni war trotz der vielen NPCs sehr einsam. Und ich habe mir dann Most Creatures drauf gemacht. Jaha. Nämlich viele neue Tierfreunde. Mäuschen, komm her. Komm her. Kommst du her? Piep, piep, piep. Haha. Ei, 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 eine Maus in der Hand. Yay. Und komm. Tisch. Hau ab. Ja, wo waren wir das letzte Mal denn stehen geblieben? Wir wollten die Leute ein wenig mit Holz versorgen, glaube ich. Hm, naja. Geht nicht so ohne Axt. Dazu brauchen wir erstmal Erz. Also dann. Türe zu und runter. Mal gucken, ob wir heute ein bisschen mehr Glück haben. Schauen wir einfach mal nach. Ja, ja, ja. Habe ich noch Fackeln? Ja, ich habe noch Fackeln. Ich habe noch Fackeln. Sonst ist es hier unten viel, viel zu dunkel für die kleine Lynni. Dann werde ich von bösen Monstern überfallen, von Creepern getötet. Und von Zombies gefressen, weil die wollen ja eh alle nur mein Gehirn. Naja. Das kriegen sie nicht. Nee. Das gebe ich nicht her. Wäre ja schön blöd. Oh. Nächste Spitzhacke. Ach, die Holzdinger müssen auch mal leer werden hier. Und wenn ich vielleicht wirklich das Glück habe, Eisen zu finden, muss ich dann, glaube ich, nochmal hoch und mir eine Steinhacke bauen. Weil mit einer Holzhacke funktioniert das nicht mit dem Eisen abbauen. Das wäre fatal. Weil Eisen scheint hier dann doch recht rar zu sein. Zumindest. Naja, Kohle ist schon mal besser als nix. Ein paar Steine habe ich auch. Kann ich mal wieder einen neuen Ofen bauen. Dann geht das nämlich auch ein bisschen schneller, wenn ich dann doch mal was kochen möchte. Ja, ja, ja. So ist das. Ach Gottchen, ist das schwierig hier. Ah, nee, gut. Ich dachte gerade, da stand ein Zombie um die Ecke, aber ich glaube, den hätte ich dann auch gehört. Jo. Ach, meine Schaufel brauche ich auch noch. So. Stöcker. Gravel weg. Holzkohle, Kohle. Ja, ich habe übrigens jetzt auf Anfrage eines unserer Zuschauer mich entschlossen, den Mod dann auf Deutsch zu spielen. Einfach, um es besser lesen zu können und euch nicht mit meinem gebrochenen französischen Akzent zu belästigen. Ja, das hat, glaube ich, keinem so gut getan. Weder mir, noch den Franzosen, noch euch beim Zuhören. Naja, okay, also Steinhacken haben wir dann schon mal wieder. Gehen wir wieder runter. Holz und Stöcker und Kohle habe ich jetzt auch genug. Ach, hier hinten war ich doch schon. Da wollte ich doch gar nicht hin. Naja. Gehen wir trotzdem einfach mal hier lang. Bisschen weiter. Klopfi, klopfi auf den... Oh, Hülle! Yay! Jetzt muss ich mich mal kurz hier ein bisschen umrüsten. Damit mir hier nicht irgendwie was in den Nacken springt. So.
So. Mal schauen, ob hier unten irgendwo was ist. Eisen! Juhu! Schnell mitnehmen. Ganz schnell mitnehmen. Eisen ist wichtig. Kann man sich tolle Rüstung draus machen. Schwerter, Werkzeuge. Diamanten wären mir zwar ein wenig lieber, aber gibt's ja hier noch nicht. Ich bin ja noch nicht tief genug. Nicht so wie König Dera in seiner tollen Diamantrüstung im Tale of Kingdoms. Ach, so eine Rüstung hätte ich auch gerne, aber die gibt's hier leider noch nicht. Später vielleicht mal irgendwann, wenn klein Lünni reich ist an Diamanten und diese für Rüstung raushauen kann, die nichts Gutes. Dann überlebe ich vielleicht auch einen Creeper. Mal schauen. Ah, schon zu Ende. Naja, aber hey, immerhin 13 Eisen. Und ich glaube, auf dem Weg hier runter habe ich auch ein bisschen was übersehen. Ach, da ist nichts. Müssen wir uns noch mal ein bisschen genauer hier umgucken. Und wenn es nur Kohle ist, ist das auch nicht schlimm. Kohle ist wichtig, um Eisen zu schmelzen. Jaha. Eieieiei. Aufregend, aufregend. Meine erste Höhle. Ha. Yay. Naja, gut. Dann suchen wir doch mal weiter. Vielleicht finden wir ja noch einen. Wer weiß, wer weiß. Man kann sich ja hier unten nie sicher sein. Aber hier schaut es nicht so aus. Nö. Nur Gravel. Ach ja. Dann würde ich sagen, buddeln wir uns nochmal. Na, wir schmeißen erstmal das Eisen in den Ofen. Dann kann das in Ruhe schmelzen, während wir noch ein bisschen rumgucken. Ach, Ofen. Hier ist einer. So, Eisen, rein da mit dir. Dann mache ich mir mal schnell noch eine Axt. Irgendwie habe ich es heute irgendwie mit dem Verklickern. Ich komme ständig auf irgendwelche falschen Sachen, wenn ich irgendwas irgendwo reinpacke. Naja. Gudi, ich sammle mal noch ein bisschen Holz. Kann man nie genug von haben. Kann man zum Feuern benutzen, zum Werkzeuge machen. Naja, ihr kennt das Gelaber von mir ja schon, wozu man das alles benutzen kann. Eieiei. Ich frage mich aber gerade, wo die ganzen Tierchen sind. Hallo? Jemand da? Da ist ja noch ein Dorf. Eieiei. Ich habe mich genau zwischen zwei Dörfer platziert. Yay! Dann gehen wir doch gleich mal gucken. Oh. Yay. Das sieht so ein bisschen nach einem Farmerdorf aus. Getreide. Oh, das ist aber ein großes Haus. Was haben wir hier? Aha. Sieht nach einem Handelsposten aus. Nix da. Oh, und jetzt wird's dunkel. Hey Bunny. Hey Bunny. Kommst du mit? Okay. Ich habe ein neues Haustier. Eieiei. Und jetzt muss ich aber ganz schnell nach Hause. Sonst kommen die bösen Monster. Angst. Ich will noch nicht sterben. Ich bin noch viel zu jung dafür. Nee. Du bleibst mal hier. Kannst gerne mit reinkommen, wenn du willst. Na, rein hier. Kommst du mit? Nee, ich glaube, das will lieber da draußen rumhüpfen. Aber wie wir ja bei meinem Tutorial in Most Creatures gesehen haben, nie Tierchen mitnehmen, wenn die Decke über euch direkt auf eurem Kopf endet. Zumindest nicht, wenn die Tierchen auf eurem Kopf sitzen. Das gefällt denen nicht. Das ist sehr schmerzhaft für die. Das wollen die nicht. Das tut denen ganz doll weh und dann sterben sie. Und das wollen wir ja alle nicht, dass arme kleine Tierchen sterben. Nein, nein, nein. Eieiei. Ach, ich probiere es jetzt einfach mal hier lang. Mal schauen, wo wir da rauskommen. Irgendwann so langsam müsste ja das Eisen dann auch gut sein. Jaha. Ich muss mir mal neue Fackeln machen, glaube ich.
Dann machen wir das doch einfach mal so und wieder ein paar. Naja. Buddeln am Anfang ist halt ein Muss, wenn man ein bisschen vorankommen möchte. Weil die Sachen kann man ja, wie ihr gesehen habt, bei den Leuten verkaufen, Geld dafür bekommen und für das Geld kann man sich ganz viele tolle Sachen kaufen. Zum Beispiel Essen, wenn sie welches da haben. Und spezielle Blöcke. Die kann ich euch dann noch zeigen, wenn es wieder Tag ist. Und spezielle Waffen, wenn man dann die Schmiede und andere Gebäude gebaut hat. Ja, die Dörfer haben Bauprojekte. Und je nachdem, was gerade das Projekt ist, brauchen die Rohstoffe. Da könnt ihr denen helfen, die zu sammeln. Die kriegen die zwar auch alleine zusammen, aber das dauert halt ewig, weil die sind halt ein bisschen langsamer als ihr. Sind halt einfach nur NPCs. Oh, verdammt. Das ist jetzt doof. Das sollte jetzt nicht passieren. Naja. Ja. Aber irgendwie mehr Eisen als das von gerade finde ich hier immer noch nicht. Das ist echt ein klein wenig frustrierend. Und jetzt wird es hier schon wieder dunkel. Das macht doch alles keinen Spaß. Ich will Eisen. Hallo. Klein Lunny braucht Eisen. Die muss Rüstung machen. Und dann brauche ich noch Leder. Muss ich mir nämlich Sattel machen. Weil vielleicht, nur vielleicht, finde ich ja irgendwann ein Pferdchen. Und dann kann ich durch die Gegend reiten und euch meine wunderschöne kleine Welt zeigen. Jaha. Dann können wir die Dörfer zusammen erkunden, die es hier noch so gibt in der Welt. Naja. Aber vorher brauche ich Rohstoffe. Und dafür muss man buddeln, immer weiter buddeln. Und nicht die Lava auf den Kopf fallen lassen. Jaha. Das könnte etwas, eine etwas heißere Angelegenheit werden. Eisen! Yay! Oh, meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Das noch bitte. Und da war sie kaputt. Aber ich bin ja vorbereitet. Ja. Jaha. Aber das hier scheint eine gute Richtung zu sein. Ich glaube, hier mache ich mal weiter. Vielleicht habe ich ja Glück und stoße auf noch so eine kleine Eisenader. Mich würde es freuen. Ha, wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Ich sag's, jaha. Ich sollte sowas öfter sagen. Ich hätte gern Diamanten. Diamanten? Oh, schade. Scheint doch nicht so gut zu funktionieren, wie ich erst dachte. Naja. Buddeln wir weiter. Haha. Ach man. Na gut, dann gehen wir jetzt mal wieder hoch. Falsche Richtung. Ja, ihr stellt schon fest, es ist eigentlich ganz gut, dass ich Race Mini-Map habe, weil Klein Lünni hat eine Orientierungsfähigkeit wie ein Toastbrot im Kühlschrank. Nämlich gar keine. Ohne Karte würde ich mich, glaube ich, echt gnadenlos verlaufen. Und nie wieder zu meinem kleinen Häuschen zurückfinden. Da habe ich keine Lust zu. Nein. Ach, das Eisen ist fertig. Kommt das nächste rein. Yay. Kohle, Holzkohle. Dann packen wir noch mal was in die Kiste. Ich muss, glaube ich, auch demnächst echt mal wieder Holz sammeln. Dann kann ich mir ein größeres Häuschen bauen. Yay. So, aber. Ah, Steinschwert reicht erstmal. Ich hätte gerne eine Eisenspitzhacke. Yay! Und dann brauche ich erstmal Stück. Und dann hätte ich gerne eine Eisenschaufel. Yay!
Und dann will ich noch eine Eisenaxt, damit die Bäume besser umfallen. Ja. Und das Holz- und Steingerümpel packen wir erstmal in die Kiste. So, weg damit. Eisen in Sicherheit bringen. Und das Holz noch in Sicherheit bringen. Und dann hole ich das Holz erstmal wieder raus. Und mache mir eine kleine Schatzkiste. Ja. Und wenn sich irgendeiner wagt, an diese Kiste zu gehen von den lieben Leuten aus der Normandie, dann kriegen sie eine auf die Finger. Ja. Nämlich, das sage ich euch ganz laut. Ihr kriegt auf die Finger. Ja. Eieiei. Ich glaube, ich muss mir. Ah, ich weiß, was ich mir noch machen muss. Haha. Damit ich die nächste Nacht mal schlafen kann, mache ich mir jetzt noch ein Geschirr. Und morgen, wenn es wieder hell ist, gehe ich Schafe suchen. Ja. Und dann mache ich mir ein Bett. Und dann kann ich hier drin wenigstens noch schlafen. Ich habe ja die Hütte hier nicht umsonst gebaut, ne? Die ist ja nicht nur, um mich vor Regen zu schützen. Die ist ja auch, damit ich hier übernachten kann. Aber solange es noch Nacht ist, kann man noch ein bisschen weiter buddeln und buddeln und buddeln. Es tut mir echt leid, wenn ich euch das hier antun muss. Aber, oh, Eisen. Es ist halt echt unumgänglich, um an Ressourcen zu kommen. Weil ohne Ressourcen gibt es kein Geld. Ohne Geld kann man sich keine besonderen Sachen kaufen. So leid es mir tut. Es ist halt wirklich ein Dilemma. Oh, die Eisenspitzhacke ist toll. Es geht alles so viel schneller. Mit Diamant wird es noch schneller gehen, ich weiß. Ich weiß. Aber man kann ja nicht alles auf einmal haben, nicht? Und Diamanten sind, glaube ich, auch ganz schön schwer zu bekommen. Sind sehr tief in der Erde. Und ich bin ja auch ein kleiner Schisser. So tief runter mag ich nicht, weil ich kenne mich und ich kenne Lava. Und wir treffen eigentlich ganz gerne mal aufeinander. Yay, Eisen! Und ja, wie vorhin schon gesagt, Lava ist ein bisschen eine etwas zu heiße Angelegenheit für mich. Ja. Ah, es wird morgen. Juhu! Gut. Oh, 16 Eisen. Haha. Hat der Ofen wieder was zu tun? Ja. La. Oh Mann, Treppen muss ich hier, glaube ich, auch mal einbauen. So, und dann muss ich hier noch eine Tür einbauen, damit mir die Monster nicht aus dem Keller in die Bude steigen. So, Eisen wieder drin hier. Und es schneit! Yay, es schneit. Juhu. Ach ja. Schöner Schnee, aber ein bisschen dicht. Und ganz schön kalt ist das hier. Eieiei. Brrr. Hilfe, Hilfe. Ab schnell ins warme Burghaus. So, Madame. Ach, ihr könnt übrigens sehen, der Mod stellt auch automatisch seine Sprache an den Schildern um und auch an den NPCs. Zumindest zum Großteil. Ah, ich kann Eisen verkaufen. Aber ihr seht schon hier, die haben Trinken, Ziere, Calvados und verkaufen den Gründungsstab der Dörfer, wenn man genug Ruf und genug Geld hat. Dann verkaufen sie auch Fachwerk. Damit kann man ganz tolle Häuser bauen. Ja. Ach ja. Will ich denen das Eisen verkaufen? Nee. Nee, kriegt ihr nicht. Ist meine. Holt euch selber was. Ich gehe jetzt Schafe suchen. Ey, mach die Tür auf. Ach ja. Ein schöner Wintertag. Da drüben ist doch ein Dorf.
Krass. Naja, gut, aber nee, ich glaube, ich bleib doch lieber hier. Mir ist das zu kalt da draußen. Du kannst in deiner Eisenrüstung ruhig erfrieren. Na gut. Na dann, ihr Lieben, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal hier auf Derafins Channel. Wieder in 1080p. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.